Der Morgen des 20. Juli 1974 hat alles zum Stillstand gebracht. Aisha geht in Ferien. So lautete das Zeichen für den Beginn des Verbrechens. Aisha hat keine Ferien gemacht. Die Türkei hat das, was sie schon jahrelang geplant hatte, umgesetzt. Die Invasion brachte die Katastrophe. Zypern wurde brutal auseinandergerissen. Die griechischen Zyprer sind geflohen, um in sicheren Gebieten Zuflucht zu finden, und es wurde ihnen seither nicht erlaubt, in ihre Häuser zurückzukehren. Kurz danach wurde die Regierung der Republik Zypern gezwungen, die türkischen Zyprer in das besetzte Gebiet zu überführen. Die Türkei hat ihre Pläne der Zweiteilung auf brutalste Weise umgesetzt. Vor der Invasion lebten unter 500.000 griechischen Zyprern ungefähr 120.000 türkische Zyprer in verschiedenen Gebieten Zyperns. Das erste Anliegen der Türkei direkt nach der Invasion war, Siedler zu bringen mit dem Ziel der demografischen Veränderung der Insel. Und die wurde mit der Politik der ethnischen Reinigung erreicht. Heute leben in den besetzten Gebieten über 160.000 Siedler. Rechnet man die 43.000 Soldaten aus der Türkei dazu, sind die 87.000 türkischen Zyprer, die in dem besetzten Gebiet leben, nur noch eine Minderheit. Endlose Gespräche, Pläne, Initiativen, alles verlief in einer Sackgasse. Eine Lösung gab es nie. Im Gegenteil, die Türkei versucht mit ihrer unversöhnlichen Haltung, den Besatzungszustand zu sichern und bemüht sich um die dauerhafte Teilung der Insel. Im November 1983 wurde die türkische Republik Nordzypern illegal proklamiert. Sie wurde außer von der Türkei von keinem Land anerkannt. Im Gegenteil, die Vereinten Nationen haben die Proklamation mit ihren Beschlüssen verurteilt. Die Proklamation wurde von allen Korps der Europäischen Union, aber auch allgemein von der internationalen Gemeinschaft als illegal charakterisiert. Eine riesige Flagge, Symbol des illegalen Staates, ist an den Hängen des einst tiefgrünen Pendadaktylos-Gebirges eingeritzt. Jeden Abend ist sie beleuchtet und provoziert die rechtmäßigen Bewohner des nördlichen Teiles Zyperns und ruft ihnen ins Gedächtnis, dass die Türkei selbst nach so vielen Jahren immer noch ihr Land und ihre Rechte mit Füßen tritt. Und eines Abends vor ein paar Monaten ist die Flagge erloschen. Nicht nur die Flagge, sondern auch die Lichter im besetzten Gebiet. Es war nicht nur ein Stromausfall, sondern ein ernstes Problem des stromerzeugenden Kraftwerkes. Es bestand das Risiko, dass das besetzte Gebiet für Monate im Dunkeln bleiben würde. Die zyprische Regierung hat die Gesetzwidrigkeit des Regimes nicht ausgenutzt, sondern das Thema menschlich in Angriff genommen. Die besetzten Gebiete wurden mit Strom versorgt und eine allgemeine Verdunklung wurde vermieden. Wäre die Wirtschaft Zyperns einheitlich, würde die türkisch-zyprische Gemeinschaft nicht vor den wirtschaftlichen Problemen stehen, mit denen sie heute zu tun hat und die ihre Führung auf die Isolation zurückführt. Die wirklichen Gründe der degradierten Wirtschaft in den besetzten Gebieten müssen im Besatzungsregime selbst und in der Politik der Türkei gesucht werden. Eine Tatsache, die sogar von den türkischen Zyprern selbst anerkannt wird. Isolated is not the Turkish Cypriot community in the north, but the state, the so-called statelet, which is under the patronage of Turkey. Ahmet Cavit, Historiker, hat die Geschichte Zyperns studiert und sein Wissen und seine Haltung in seinen 16 Büchern, die er herausgegeben hat, registriert. Seine Ansichten sind deutlich und klar ausgedrückt, obwohl dies, wie er selbst sagt, die Besatzungsmacht beunruhigt. Turkey invaded Cyprus and since then our island, 37% of the island, is under Turkish occupation. A lot of settlers
from mainland Turkey were transported or settled in the northern part. And now the Turkish Cypriots form a minority in the northern part of Cyprus. Die Besatzung, das unzulängliche wirtschaftliche System, das fast vollständig auf der Intervention des sogenannten Staates basiert, und die Abhängigkeit von der Türkei sowie selbstverständlich die politische Instabilität, was die Lösung des Zypern-Problems angeht, sind die tatsächlichen Gründe für die sogenannte Isolation. April 2003 haben die türkischen Besatzungsmächte die Straßensperren geöffnet und es wurde mit vielen Einschränkungen die Bewegung der griechischen Zyprer und der türkischen Zyprer zu und von den besetzten Gebieten erlaubt. Die ersten Besuche waren zahlreich und sind auf das Bedürfnis zurückzuführen, das die griechischen Zyprer hatten, ihr Land und ihre Häuser nach fast 30 Jahren wiederzusehen. Die Türkei und das Besatzungsregime versuchen, auf jegmögliche Art das Ergebnis der Volksabstimmung auszunutzen, das im April 2004 unter dem Vorwand der Beseitigung der Isolation der türkischen Zyprer durchgeführt wurde. Die griechischen Zyprer haben den Annan-Plan abgelehnt, nicht weil sie keine Lösung des Zypern-Problems wollen, sondern weil sie der Meinung sind, dass der spezifische Plan die Wiedervereinigung Zyperns nicht garantiert. Am 1. Mai 2004 wurde Zypern ein vollständiges Mitglied der Europäischen Union. Die Staatsbürger der Republik Zypern können frei reisen, arbeiten und in den übrigen Ländern Europas wohnen. Die türkischen Zyprer haben diese Vorteile sofort wahrgenommen. Die Republik Zypern anerkennt die türkischen Zyprer als ihre Staatsbürger und deshalb gewährt sie ihnen Reisepässe und alle offiziellen Papiere. Bis jetzt haben sich über 90% der türkischen Zyprer Pässe und Personalausweise der Republik Zypern gesichert. Dies erlaubt ihnen, sich frei zu bewegen, zu arbeiten, aber auch, wenn sie es möchten, sich überall innerhalb des Gebietes der Europäischen Union niederzulassen. Außerdem ermöglicht es ihnen, alle Vorteile als Bürger Europas zu genießen, an der Universität Zyperns sowie auch der europäischen Länder zu studieren und Diplomatenschutz in anderen Ländern zu erlangen. Tausende von türkischen Zyprern haben sich entschlossen, in den unabhängigen Gebieten zu arbeiten, denn die Bedingungen, die Löhne und die Renten sind besser. Und das hat sicher das Pro-Kopf-Einkommen in den besetzten Gebieten erheblich erhöht. Bu tarafın yani şimdi günlük olarak kazancımız bizim taraftakinden daha iyiydi. Bir de neydi? Bu da işlediğimiz herhangi bir hakkımız yemez şeyi yoktu. İşlediğimizin karşılığını tamamen bilaren alırız. Başka bir şey yok. Die meisten der Arbeiter sind im Baugewerbe tätig. Es gibt jedoch genügend, die in anderen Bereichen angestellt sind. Natürlich bedienen sie sich auch aller Rechte als Bürger der Republik Zypern. Sie haben ihren Anteil an der Sozialversicherung und an allen Sozialprogrammen und Sozialdiensten, die der Staat anbietet. Allein während der ersten zwei Jahre hat die Republik Zypern den türkischen Zyprern über 32 Millionen Euro Beihilfe zur Verfügung gestellt. Sogar die türkischen Zyprer selbst akzeptieren, dass ihre angebliche Isolation das Ergebnis der Invasion und der fortlaufenden Besatzung ist. Der türkisch-zyprische Journalist Sena Levent wagte es, diese Dinge beim Namen zu nennen. In der Zeitung Avrupa, deren Herausgeber er im besetzten Gebiet war, hat er täglich Artikel gedruckt, in denen er die türkische Politik der Zypern-Streitfrage denunzierte. Avrupa'yı Denktaş'ın bize açtığı davalar yüzünden kapatmak zorunda kaldık. Mahkeme Denktaş lehine bize açılan davalarda karar verdi. Çok ağır bir tazminat kararıydı. 200 bin dolar yaklaşık Amerikan parasıyla Denktaş'a ödememiz isteniyordu. Böyle bir paramız
Tabii ki yoktu. Zaten biz de kendimizi haklı sayıyorduk. Ama davayı kaybetmiştik. Parayı ödeyemeyince haciz geldi bize. Burada ne varsa hepsini alıp götürdüler. Ve gazetenin Avrupa'nın satış gelirine de el koydular. Biz de Avrupa'yı kapatmak zorunda kaldık. Bulduğumuz yeni isim de Afrika oldu. Yani Avrupa'dan biz Afrika'ya geçtik. Avrupa'ya, Afrika üzerinden gidiyoruz biz. Burası hala Afrika'dır, Avrupa değil. Hala orman kanunları var burada. Zur gleichen Zeit wird in den besetzten Gebieten in den vergangenen Jahren ein reiner Bauboom mit der Usurpation des griechisch-zyprischen Besitzes beobachtet. Luxusvillen, touristische Komplexe und Hoteleinheiten werden in den Gebieten von Kyrenia, Famagusta, der Halbinsel von Karpasia und im gesamten besetzten Gebiet Zyperns errichtet. Viele dieser Villen werden an Europäer und vorwiegend britische Staatsbürger verkauft. Söyledim işte, yani bütün bu faktörlere bağlı olarak ekonomi ileriye doğru kaydı. Burada bilinçli herkes bunun suni bir ilerleme olduğunu, suni bir refah düzeyi olduğunu biliyor. Çünkü biz ürettiklerimizle kalkınmıyoruz. Hazır bulduklarımızla bu refah düzeyimizi burada geliştiriyoruz. Yani işte en önemli faktör de az önce söylediğim gibi İnşaat sektöründe burada meydana gelen patlamalar, yani yağmacılıktan, hırsızlıktan para kazanıyoruz. Nach der Öffnung der Straßensperren hat sich auch im Tourismusbereich viel getan. Außer den Touristen, die in den Pseudostaat über die illegalen Flughäfen und Häfen einreisen, entschließen sich Tausende von Touristen, die in Zypern ankommen, um Urlaub zu machen, für ein oder mehrere Tage auch den besetzten Teil der Insel zu besuchen. Folglich endet ein Teil der Devisen dieser Touristen in den Kassen des illegalen Regimes. Schätzungsweise sind insgesamt in den letzten 3 Jahren über diese Art Tourismus mehr als 46 Millionen Euro in das besetzte Gebiet geflossen. Die Regierung Zyperns trägt mit allen Mitteln zur Verbesserung des Lebensstandards der türkischen Zyprer bei. Beinahe alle türkischen Zyprer benutzen die Dienststellen der staatlichen Krankenhäuser. Es ist erstaunlich, dass sehr viele türkische Zyprer die privaten Krankenhäuser in den freien Gebieten auswählen, um sich behandeln zu lassen. They prefer to go to Sa because they don't believe in the medical services here. Either they go to Turkey, to England or to South. They also visit private clinics in the south, so that they can get satisfactory, good standard health. Die Europäische Union, so auch die internationale Gemeinschaft im Allgemeinen, anerkennt die Regierung Zyperns als die einzige legale Regierung, die die Republik Zypern vertritt. Aus diesem Grunde unterhält sie auch keine Beziehungen zu dem illegalen Regime im besetzten Gebiet. Trotzdem hat sie zum Wohlstand der türkischen Zyprer selbst beigetragen. Der Masterplan für Zyperns geteilte Hauptstadt ist ein eindeutiges Beispiel der Vorteile für beide Gemeinschaften. Restaurierung alter Gebäude. Anlegen von Fußgängerzonen in diesen Gebieten und die Einrichtung des Kanalisationssystems. Die Europäische Union hat auch die Entminung der Pufferzone finanziert. Darüber hinaus hat sie zur Restaurierung religiöser Denkmäler der beiden Gemeinschaften beigetragen. Der Bereich der ausländischen Investitionen ist ebenfalls problematisch, da das Regime, das den besetzten Teil der Insel regiert, illegal ist. Außerdem ruft die Anwesenheit einer großen Anzahl von Siedlern Probleme in der wirtschaftlichen Entwicklung auf, während auch die Schwäche des türkischen Pfundes, das als Zahlungsmittel benutzt wird, verantwortlich ist. Selbst mit einem provisorischen Blick kann jeder Beliebige feststellen, dass die Wirtschaft im Besatzungsgebiet alles andere als geschlossen charakterisiert werden kann. Im Gegenteil,
Sie weist die Charakteristiken einer offenen Wirtschaftsführung auf, wie zum Beispiel große Volumen des ausländischen Handels. Die Importe sind deutlich sichtbar viel höher als die Exporte und aufgrund dessen sind die Probleme des Wettbewerbsverhaltens nicht auf die Isolation zurückzuführen, wie die türkisch-zyprischen Führer behaupten, sondern auf das riesige finanzwissenschaftliche Defizit. Bis 1994 endeten 55% der Exporte vom besetzten Gebiet in europäischen Ländern mit dem Hauptkäufer Großbritannien. Der Beschluss des Europäischen Gerichts, dass die Begleitdokumente nur angenommen werden, sofern sie von den Behörden der Republik Zypern ausgestellt werden, hat die Gegebenheiten geändert. Die Exporte nach Europa sind auf 12% gefallen und die Exporte in die Türkei sind angestiegen. Die Hauptgüter von den besetzten Gebieten exportiert werden, sind Zitrusfrüchte, Bekleidungsstücke, Milchprodukte und Lebensmittel, die konserviert sind. Seit dem April 2003, nach dem teilweise freien Transport, können Produkte, die in den besetzten Gebieten produziert werden, ohne irgendwelche Zollformalitäten eingeführt werden. Die Produkte müssen mit Bescheinigung der türkisch-zyprischen Handelskammer begleitet werden und unterliegen natürlich den notwendigen Sicherheitskontrollen und Gesundheitskontrollen, die von der Europäischen Union verlangt werden. Die Verbraucherkosten der Touristen, aber hauptsächlich der griechischen Zyprer nach der Öffnung der Straßensperren, sind ein weiterer wichtiger Faktor, der zur Verbesserung der Wirtschaft des Pseudostaates beiträgt. Hunderte von griechischen Zyprern besuchen täglich die besetzten Gebiete, um Konsumgüter einzukaufen und eine Menge Geld dort zu lassen. In diesen 3 Jahren wurde eine stattliche Summe von Millionenhöhe von den griechischen Zyprern in den Casinos der besetzten Gebiete ausgegeben. All diese Faktoren haben zur Erhöhung des Einkommens der türkischen Zyprer beigetragen. Während im Jahre 2002 das Pro-Kopf-Einkommen gerade mal bei 3.693 Euro lag, erreichte es im Jahre 2005 schon 7.960 Euro. Die Regierung der Republik Zypern ist überzeugt, dass mit ihrem Vorschlag der Öffnung weiterer Übergänge in die besetzten Gebiete ein größerer Antrieb zur Annäherung der beiden Gemeinschaften mit der Perspektive der Wiedervereinigung des Landes gegeben wird. Die türkisch-zyprischen Führer bestehen darauf, dass der Handel zur Beseitigung der Isolation der türkischen Zyprer beitragen würde. Die Regierung Zyperns hat keinen Zugang zu den besetzten Häfen und Flughäfen und kann demzufolge keinerlei Kontrolle ausüben oder Bedingungen stellen, die den Regelungen des internationalen Handels unterliegen. Sie kann die Durchführung der Vorschriften, die die internationalen Abkommen gebieten, die mit der Flugsicherheit und dem Flughafenbetrieb selbst zu tun haben, nicht kontrollieren. Demzufolge plädiert sie nicht für deren Funktion und Anwendung. Überdies werden die illegalen Flughäfen weder von der Internationalen Organisation des Luftverkehrs anerkannt, noch sind sie in den Listen der internationalen Flughäfen aufgeführt. Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für die beiden Häfen, die illegal im besetzten Teil in Betrieb sind. Die sogenannte Isolation ist ausschließlich auf die Politik der Türkei zurückzuführen, auf die Abhängigkeit von der Türkei, das unzureichende wirtschaftliche System, das in den besetzten Gebieten vorherrscht und die Folgen der Invasion und der Besetzung der Insel. Zypern ist kein isoliertes Land. Es ist ein Stück von Europa. Und die legalen Staatsbürger, die griechischen Zyprer, die türkischen Zyprer, die Armenier, die Latiner und die Maroniten möchten und können friedlich leben. Frei und ohne Besatzungsarmee. Dies ist auch die stabile Haltung der Regierung der Republik Zypern. Eine gerechte und lebensfähige Lösung der Zypern-Streitfrage.